Wie ja viele von euch bereits wissen, habe ich in Berlin an der Humboldt-Universität Biologie studiert und nun will ich euch mal zeigen, wie das hier so ausschaut. In diesem Gebäude hatte ich früher meine ganz, ganz tollen Mathevorlesungen. Hier hatte ich meinen Lieblingsfachkurs Parasitologie, damals nochmal Professor Lucius. Hier habe ich unzählige Male Toxoplasma gondii unterm Elektronenmikroskop. Hallo, hallo. Hier oben sind viele wissenschaftliche Zeichnungen, sowohl Pflanzen als auch Tiere, meinerseits entstanden. Diese Kuh hat mich viele Jahre in meinem Studium begleitet. Hier oben war mein Platz. Wissens erlangt. Hier hatte ich Mykologie, Zoologie, physikalische Chemie, Biophysik, Botanik, Meeresbiologie und natürlich nicht zu vergessen. Schaut euch mal diese süßen Polycheten hier an. Das Leben wird klarer, sobald man sich mit den Formen der Tiere vertraut gemacht hat. Elias Canetti. Ich stapel Salat den Teller ganz hoch, hinauf bis zum Himmel, bis sogar zum Mond. Ich stapel Salat für dich den Teller, den Teller, die Uni hat heute noch auf. Ich stapel Salat, stapelst du mit mir Salat? Diese Mensa wird in Fachkreisen als allerleckerste Mensa in ganz Berlin gehandelt. Ich zeige euch mal, wie man hier den Salat richtig gut stapelt. Nachher noch schön auf dem Extrateller servieren können, habe ich hier noch ein paar Rosmarinkartoffeln hinzugetan. Extrateller sind hier nämlich strengstens verboten. Die Kohlen gehen natürlich hoch. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie groß jetzt die Ausbeute tatsächlich ausschaut. Erstmal die richtigen Tellergrößen und dann werdet ihr sehen, dass dieser Salat ganze 75 Cent gekostet hat und dementsprechend einer großen Portion entspricht. Mmh.